Hallo und herzlich willkommen im Wald. Vor 5 Jahren war ich ungefähr hier und habe versucht, einen kleinen Einblick in die Holzernte zu geben. Dementsprechend ist die Holzernte, die hier damals eben stattgefunden hat, beziehungsweise gerade so weit abgeschlossen war, dass man hier halt eben wieder sicher rumlaufen konnte, ohne dass man in Gefahr gelaufen wäre, dass einem jetzt noch ein Baum auf den Kopf fällt. Das ist jetzt circa 5 Jahre entsprechend her. Allerdings war ich da im Winter da, als die Holzernte gemacht worden ist. Das ist auch normal, dass die im Winter gemacht wird. Jetzt sind wir im Oktober, was ist denn heute, der 9.? Heute ist der 9., glaube ich. Dementsprechend sind die Bäume noch belaubt, das ist aber vielleicht ganz zweckdienlich. Ich habe da lange überlegt, ob ich jetzt erst im Winter hergehe oder jetzt schon. Für den Zweck, den ich mit dem Video erreichen möchte, ist es natürlich praktischer, wenn ich jetzt schon da bin. Da ist also ein kleines bisschen gemogelt. Ihr dürft euch aber sehr gerne das Laub von den Bäumen auch wegdenken. Dann ist es vielleicht ein bisschen authentischer, und wenn ganz viele in die Kommentare schreiben, dass ich unbedingt im Winter auch nochmal wiederkommen muss, dann denke ich drüber nach. Ja, so, das alte Video, als ich hier damals vor 5 Jahren gewesen bin, das gibt es interessanterweise sogar noch. Und zwar werde ich das jetzt hier an dieser Stelle mal einblenden. Und nochmal, ich bin nicht exakt genau an derselben Stelle. Die könnte auch 100 Meter da hinten oder 100 Meter da drüben sein. Aber so irgendwie in diesem Umkreis befinde ich mich da, ne? Also plus minus 100 Meter. Also der Wald ist schon derselbe, wenn wie auch jetzt der Bildausschnitt vielleicht nicht identisch ist. Das wäre schön, wenn ich das nochmal wiedergefunden hätte. Aber ich habe damals überhaupt nicht dran gedacht, dass ich da noch mal hin will, also exakt noch mal dahin will, und deswegen ja finde ich es auch nicht wieder, weil selbst für jemanden, der das häufiger macht, ist die Orientierung in Waldbeständen ohne besondere Orientierungspunkte manchmal nur dadurch möglich, dass man eben weiß, man ist auf Rückegasse 17 reingelaufen und nicht auf Rückegasse 14 zum Beispiel. Ja? Also dass man schon so einen groben Punkt hat, ab dem man den Bestand betritt. Und ja, man hat dann schon bei entsprechend langen Waldaufenthalten ein Gefühl für Richtung, ein Gefühl für Entfernung, die man zurückgelegt hat. Aber ihr seht, das ist ein schöner Laubmischwald, aber halt ohne große Orientierungspunkte. Und das ist wirklich nicht so einfach, da punktgenau genau den Ort wiederzufinden, wenn man ihn sich nicht markiert hat oder da nicht einen bestimmten Baum stehen hat, den man schon kennt. Ja, an dem man da gewesen ist. So, und daraufhin jetzt erstmal das alte Ding. Dann könnt ihr euch mal angucken, wie es hier vor 5 Jahren ausgesehen hat. Und dann schauen wir uns im Detail an, wie es heute ausschaut, und machen mal so ein paar Vergleiche. Wobei ich jetzt auf sowas wie Rückegassen nicht groß eingehen werde. Die sind immer noch da, die sieht man aber kaum noch. Das kann ich euch zeigen. So, jetzt erstmal der alte Clip. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin gerade eigentlich nur ein bisschen zum Fotografieren unterwegs und die Sonne blendet. Aber da man, wie man im Untergrund unschwer erkennen kann, hier jetzt gerade mal ein paar Forstarbeiten durchgeführt hat, beziehungsweise da liegt auch noch einiges an Holz rum, beziehungsweise da, und das gerade noch sehr, 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 sehr frisch ist, kann ich jetzt mal ein paar Takte dazu verlieren, wie denn eine ordnungsgemäße Baumfällaktion, wenn man das jetzt so nennen möchte, also Durchforstung ist natürlich der Fachbegriff, auszusehen hat. Denn diese hier ist eine sehr schöne. Und ja, die können wir uns jetzt mal ein bisschen angucken, falls euch das interessiert. Ich versuche mich auch kurz zu fassen. Ja, was ich zum Beispiel oft gefragt werde und jetzt bisher noch nicht so richtig in einem Video beantwortet habe, ist, welche Markierung am Baum was bedeutet. Und hier haben wir schräge Striche. Hier auch schräge Striche. Die meisten Förster machen von diesen schrägen Strichen einen langen, der um relativ viel Baum herumgeht auf beiden Seiten. Da hinten kann man es auch ganz gut sehen. Zoomen wir mal ran. So dass man quasi von allen Seiten, aus denen man kommt, als Waldarbeiter sehen kann, dass dieser Baum offensichtlich einen entsprechend pinken Strich dran hat. Also mindestens einen, wie gesagt, im Idealfall zwei. Und der muss dann weg. Kann man hier auch noch mal ganz schön sehen. Und ich zeige euch das gleich noch mal beim stehenden Exemplar. Ja, also hier haben wir noch einen, der übrig geblieben ist. Also wenn jetzt der Ben mit der imaginären Sprühflasche kommen würde, würde er einmal diesen sprühen, einmal schnell drum rumschleichen
und dann hier nochmal sprühen. Wobei ich das natürlich jetzt hier nicht mit so einer komischen Kurve, sondern viel schöner gemacht hätte. Ja, manche Förster sind der Meinung, besonders wertvolle Stämme, sogenannte Zukunftsbäume, auch Z-Baum genannt in Kurzform, mit einem weißen Pünktchen zu markieren. Da gibt es noch verschiedene andere Varianten. Der ein oder andere Förster markiert sie auch überhaupt nicht. Wenn sie einen weißen Punkt haben, haben sie meistens noch einen zweiten und oft auch noch genau einen dritten. Und oh, in diesem Fall sogar noch einen vierten. Das scheint ja wirklich was sehr, sehr, sehr Wertvolles zu sein. Schauen wir mal. Wie ihr feststellt, handelt es sich um einen relativ geraden Stamm und das ist auch nicht eine 0815 Baumart, sondern eine Edelkastanie. Aller Voraussicht nach Angabe mit 90%iger Wahrscheinlichkeit. Für den Rest bräuchte ich Blätter, die ich nicht habe oder Knospen, die ich gerade auch nicht habe. Aber jedenfalls, damit so ein Baum ja nicht aus Versehen gefällt wird bei der entsprechenden Holzerntemaßnahme, markiert man den halt dann nochmal zusätzlich als wertvoll, wichtig, ja stehen lassen und auch bitte nicht kaputt machen. Das heißt, beim Fällen darauf achten, dass nicht ein anderer Baum gegen den Baum dagegen fällt. Hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel, da musste der Baum auf die Rückegasse gefällt werden. Also wenn ich jetzt hier draufstehe und in die Fallrichtung gucke, ist der hier drauf gefallen. Das ist in diesem Fall jetzt auch wieder eine hervorragende Idee, weil da ist er immer noch gut zu greifen, gut zu bearbeiten und wenn er mitten auf die Rückegasse fällt, schlägt da schon nichts kaputt, was da irgendwie an jungen Bäumen versucht hochzukommen. So, inzwischen etwas tiefer im Wald, weil hier noch ordentlich Publikumsverkehr ist. Ich mag das nicht. Na, wie dem auch sei, jedenfalls bin ich jetzt hier auf der anderen Rückegasse. Die markiert ist links und rechts jeweils durch solche weißen Strichlein am Baum. Haben wir auch da hinten in weiter Ferne noch welche. Jawohl, genau da. Also ehrlich gesagt, die Geräuschkulisse passt ja eigentlich ganz gut ins Ambiente, muss man sagen. Ist jetzt zwar ein bisschen störend, aber irgendwie passt sie schon wirklich ganz gut ins Ambiente. Ja, also wir haben hier eben eine klassische Durchforstung, alles gut gemacht. Und eine Rückegasse, die gerade befahren worden ist und danach so aussieht, das ist natürlich wunderbar gemacht geworden. Ja, wunderbar gemacht. Punkt. Und ja, da hat man jetzt halt auch wirklich genau das richtige Wetter gehabt für eine Durchforstung. Optimale Bedingungen und dann geht auch nichts am Boden kaputt. Wenn man die also wirklich nur dann macht, wenn es gerade geht, dann läuft das auch alles ganz tippitoppi und entsprechend liegt da dann auch noch ein Haufen, jetzt in diesem Fall nur dünnes Holz, weil das ist natürlich keine Endnutzung, was wir hier in diesem Wald haben, sondern eben bloß eine Durchforstung. Man entnimmt also vergleichsweise wenig Holz. Da liegt auch noch mal entsprechend was rum, damit das, was noch rumsteht, jetzt mehr Platz hat. Das kann man immer gut sehen, wenn man nach oben guckt. Zum Beispiel stehe ich hier gerade mitten in einem Loch. Das heißt, sämtliche Bäumchen, die um dieses Loch hier drumherum stehen, haben jetzt wunderbar die Möglichkeit, ihre Äste in Richtung Loch auszubreiten und dann entsprechend ihre photosynthetisch aktive Fläche sozusagen damit zu vergrößern. Dieses Loch hier relativ schnell wieder zuzumachen, das wird von 2, 3, 4, 5 Jahren nicht mehr als solches zu erkennen sein. Und dann geht's wieder weiter mit der ordentlichen Photosynthese. Das bedeutet, mit solchen Entnahmen einzelner weniger Stämme fördert man sämtliche umgebenden Stämme, die jetzt hier eben noch rumstehen, in ihrem individuellen dicken Wachstum. Das soll also im Prinzip dazu führen, dass man nicht viele, viele, viele dünne Stämme bekommt, sondern nur vergleichsweise wenige, die dann dafür aber ordentlich dick in schön großen Dimensionen, mit denen man dann auch entsprechende Bretter zurecht sägen kann. Es gibt da auch den schönen weisen Spruch, wie bekommt man zwei Waldbauer, also die Leute, die den Waldbau betreiben, die also quasi anweisen, wie dieser Wald später aussehen soll, auf gut Deutsch der Förster im Wesentlichen, unter einen Hut, indem man einen totschlägt.
Es ist also immer nicht ganz einfach, da Friede, Freude, Eierkuchen und Einigkeit hinzubekommen. Übrigens, diese Markierungen am Baum halten auch nicht ewig. Dass man sie so frisch sehen kann, liegt daran, dass halt hier eben gerade ordentlich gewerkelt wird. Zum Beispiel hier haben wir eine, die schon relativ stark verblasst ist. Die wird schon etwas älter sein. Das Exemplar hier hingegen ist natürlich frisch nachgezogen worden. Das ist auch so eine wichtige Aufgabe des Försters, dass er halt eben in einem zu durchforstenden Gebiet dann auch nochmal durchläuft und guckt, ob sämtliche Markierungen noch da sind, wo sie hingehören und gegebenenfalls dann nochmal nachzieht. Oh, da hinten haben wir noch was Interessantes. Da laufe ich schnell hin. Ja, so ein Pfeil weist dann auf das Abzweigen einer weiteren Rückegasse hin. Und wenn man jetzt hier mal entsprechend guckt, sieht man hier auch wieder weißer Krängel, weißer Krängel, weißer Krängel. Da geht's lang. Und interessanterweise hier wieder ein Pfeil. Also sprich, hier geht's lang. Da geht's aber auch lang. Da weißes Krängel, da weißes Krängel. Hier ist der entsprechend nächste weiße Krängel. Wir haben hier also quasi wirklich ja eine Gabelung. Hau ich jetzt lieber ab und mir wird es ja auch langsam zu ungemütlich und ich gehe mal wieder in ein ruhigeres Teilstück des Waldes. Bis später. So, und da sind wir wieder zurück beim Gegenwarts-Ben mit dem etwas längeren, etwas graueren Bart. Bartlänge variiert. Auch kurzfristig. Ja, also das zählt nicht. So, jedenfalls etwas dickerer Ben übrigens auch. Lassen wir das. Jedenfalls der Gegenwarts-Ben weist darauf hin, wenn wir uns jetzt dieses Waldbild, in dem ich hier drin stehe, mal angucken. Da würde, glaube ich, Otto Normalverbraucher und selbst jemand, der ein bisschen häufiger im Wald ist und ein bisschen geschulter, was die Sache angeht, an die Sache rangeht, das klingt komisch, aber ist so, der würde trotzdem wahrscheinlich nicht vermuten, dass das jetzt ein Wald ist, der vor 5 Jahren nennenswert durchforstet worden ist. Und wenn man sich jetzt vor 5 Jahren angeguckt hat, wie viel Holz da am Waldweg so rumgelegen hat, der ist in die Richtung, der ist schon noch ein Stückchen weit weg, aber gab es durchaus auch bei uns im Dorf die eine oder andere Stimme, die da mal wieder rumgestänkert hat, insbesondere mir gegenüber, weil ja bekannt war, dass ich der Typ bin, der häufiger mal in den Wald geht. Weißt du, wie viele Bäume die da wieder umgesägt haben? Das ist ja total schlimm, da sieht es ja verboten aus. So in die Richtung, ne? Aber wie dem auch sei, jedenfalls tatsächlich, da lag schon einiges Holz am Weg. Und wenn man sich das anguckt und sich im Vergleich dazu die Bilder des Waldes eben vor 5 Jahren anguckt und sich jetzt hier das grüne Dickicht hinter mir anguckt, dann kann man sich doch vielleicht ein klein wenig wundern. Also ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber so der Direktvergleich ist, denke ich, schon recht einprägsam und recht eindrucksvoll. Nennenswerte Schäden sieht man hier sicherlich nicht. So, und jetzt der Vollständigkeit halber machen wir mal einen Schwenk. So, habt ihr furchtbare Löcher im Wald gesehen? Ja, ich auch nicht. Sieht also tatsächlich überall mehr oder weniger so aus, wie jetzt direkt hier hinter mir. Wir haben jetzt 16 Uhr und ein paar zerquetschte, das heißt, der Sonnenstand ist ein bisschen niedrig. Das kann man auch so ein bisschen erahnen, jetzt da direkt hinter mir. Aber auch noch nicht so, dass es jetzt kurz vorm Dunkel werden wird. Ist, das heißt, dadurch, dass es hier trotzdem recht dunkel im Wald ist, kann man schön sehen, es ist offensichtlich überall ein hoher Kronenschluss gegeben. Die noch nicht sehr alten Bäumchen, wir haben jetzt auch keinen besonders dicken Baum gesehen, sowas hier wieder drüben, das sind schon die dicksten Vertreter, das sind auch diejenigen, die hier dann das Geld wert sind und die hier jetzt so ein bisschen gefördert werden. Dass dazwischen noch so viel dünnes Zeug drum steht, ist wirtschaftlich, ich gehe mal in die Sonne, dann bin ich heiliger.
Das ist wirtschaftlich gar nicht so wichtig. Das ist aber natürlich zur Diversität des Waldes und zur Struktur des Waldes sehr förderlich. Erhöht auch die Waldästhetik davon abgesehen. Und wir haben eben verschiedene Baumdicken. Dann haben wir auch verschiedene Bewohner der dünnen oder der dickeren oder der ganz, ganz alten Bäume. Letztere fehlen leider, aber das ist eben nun mal das Schicksal, das fast alle deutschen Wälder haben, dass die ganz alten Bäume, die inzwischen ja auch sehr stark geschützt werden und im Regelfall stehen gelassen werden von den meisten vernünftigen Forstbetrieben, die sind halt noch aus der Vergangenheit eben leider eine Seltenheit. Dafür kann von denjenigen, die jetzt gerade im Forst zuständig sind, keiner mehr was für. Wir dürfen vielleicht unsere Urahnen dafür verantwortlich machen, aber denen möchte ich auch nicht wirklich Vorwürfe machen, weil es halt eben auch nicht, ja, immer haben wissen können. Es gibt so ein paar Positivbeispiele, wo wir ja sehr wohl die alten Bäume auch im Wald noch stehen haben, wo es dann doch geklappt hat. Und das sind natürlich große Schätze aus heutiger Sicht. Davon mehr zu haben, wäre schön, aber wir müssen uns auch angucken, was eben die letzten 200-300 Jahre alles für eine Geschichte über die Landschaft, die heute Deutschland ist, drüber gegangen ist. Und dann ist auch klar, dass da eben auch die Wälder einige Veränderungen haben durchmachen müssen. Aber Waldgeschichte ist jetzt noch mal ein anderes Thema. So, ihr seht also jetzt als ersten Eindruck zunächst mal, nachdem wir uns die Vergangenheit angeguckt haben, der Wald sieht gut aus. Ja, darauf können wir uns doch sicherlich einigen. Habt ihr da drüben die Rückegasse bemerkt? Ich glaube fast, vielleicht nicht besonders, ja. Und das ist auch genau so soll es sein. Also die Rückegassen, die ich damals schon vor 5 Jahren sehr gelobt hatte, dass man hier alles richtig gemacht hat mit dem Gerät, mit dem man da gefahren ist und kaum Schaden entstanden ist, die siehst du heute fast nicht mehr. Wenn das Wildschwein nicht teilweise noch geholfen hätte und auf der Rückegasse ein bisschen rumgewühlt hätte, gucken wir uns auch gleich noch an, dann müsste man sie mitunter wirklich suchen. Auch die Rückegasse-Markierungen sind kaum noch zu sehen. Das ist ebenfalls Absicht. Forstmarkierungen, die für Rückegassen, die hebt halt so ungefähr 5-6 Jahre und danach musst du es schon mit der Lupe suchen, damit du dann noch die Rückegasse wirklich was markiert findest. Und das ist auch gut so, weil je weniger Markierungen im Wald, desto hübscher ist er letztendlich. Ja, also ich bin kein Fan von allzu viel Zeug auf die Bäume malen. Wo es sein muss, muss es sein. Kurz vor der Holzernte muss es auf jeden Fall sein. Da müssen auch die Rückegassen klar sein. Da muss natürlich auch der Baum, der gefällt werden soll, ausgezeichnet sein. Das ist gar keine Frage. Aber eben zwischen den diversen Holzernten, je weniger Markierung im Wald, desto besser. Ein Z-Baum, also ein Zukunftsbaum, den erkennt ein geschulter Forstmann auch so. Da braucht er nicht noch ein rotes Bimmelbändchen dran oder ein Blinklicht oder was auch immer. Ja, früher war mehr Lametta, ne? Gut, so, also das zu den allgemeinen Dingen, die wir jetzt so generell vom Waldbild, von der Grundstimmung des Waldbildes vielleicht so aufnehmen können. Das nächste ist, wenn ihr jetzt mal auf den Boden guckt, ja, ohne dass ich jetzt groß mit der Kamera nach unten gehe, sehen wir doch, der ist ziemlich grün, vergleichsweise grün in Anbetracht dessen, dass wir es hier mit einem geschlossenen Kronendach zu tun haben, sogar überraschend grün, hier kommt nämlich nicht viel Licht auf den Boden an. Trotzdem, alles voll mit Verjüngung. Also jedes bisschen Grün, was ihr hier sehen könnt, sind nicht irgendwelche Kräuterchen, sondern alles junge Bäume. Daran kann man übrigens auch schon erkennen, als junger Baum hat man eine ziemliche Arschkarte und eine Überlebenschance, ein alter Baum zu werden von so irgendwo im Bereich 0,001%, irgendwie sowas um den Dreh. Also fast den fast sicheren Tod. Versuchen tun sie es trotzdem. Nichtsdestotrotz, ja. Und diese Verjüngungssituation ist eine direkte Folge der Durchforstung. Also wann immer mal kurzfristig ein bisschen mehr Licht auf den Boden kommt, wann immer einzelne Bäume ein wenig freigestellt werden, sich die Situation für die einzelnen Bäume, die jetzt noch verblieben sind, nicht für die, die entnommen wurden, aber für die, die noch übrig sind, hat sich natürlich die Situation verbessert. Die haben jetzt mehr Platz im Boden, langsam verwest die Wurzel vom Nachbar weg. Das heißt, die Wurzel vom jetzt noch Stehenden, die hat mehr Platz, vor allen Dingen entnimmt die Wurzel vom Nachbar auch nicht mehr wirklich Wasser. Mehr Wasser für den Einzelbaum, mehr Platz in der Krone für den Einzelbaum, das gucken wir uns gleich noch an. Und das Resultat ist, dass dann nämlich die Einzelbäume auch eben mehr Energie haben, um eben im Fall von einer Eiche Eicheln zu produzieren. Das haben sie, ja, Herr Eichel, Herr ist ja gut. Ja, wenn man von Eicheln spricht, dann kommt sofort der Eichel her und will auch was. Ja, jedenfalls, das hört ihr wahrscheinlich nicht, weil der ist auf der anderen Seite vom Richtmikrofon. Trotzdem, er ist da. So,
Das heißt, diese Verjüngung ist auch schon allein was, was einen grundsätzlich immer fröhlich machen kann, wenn man im Walde unterwegs ist und weiß, hier wurde durchforstet und zack, jetzt kommt hier die Verjüngung hoch bis zum geht nicht mehr, ist ein grundsätzliches Prinzip von Waldökosystemen, gibt es auch noch in anderen natürlichen Ökosystemen. Sobald irgendwer stirbt, profitieren alle anderen. Ja? Also Tod gehört essentiell dazu und macht den Weg frei für wen Neues. Für wen anders. Teilweise bleibt derjenige, der gestorben ist, sei es jetzt ein Baum, ein Hirsch, ein Pilz, ist ganz egal, bleibt natürlich als ein Futter für die anderen auch noch liegen. Und ich fand das immer schön, das hat mal ein Prof, ein humorvoller Prof, mal gemeint, dass er noch nicht mehr allzu lange weg von der Pensionierung, ne, hat gemeint, wir zu seinen Kollegen, wir sind doch auch nur der Humus für unsere Studenten, so in diese Richtung. Das fand ich damals als Student sehr beeindruckend. Bin jetzt noch nicht so alt, fühle mich aber auch schon ziemlich als Humus. Was vielleicht auch nur gar nicht, also ich glaube, es ist die richtige Einstellung, dass man sich nicht allzu sehr über den Humus erheben möchte, was die Situation mit dem Umgang mit den jungen Leuten angeht. Ja, wie dem auch sei, jedenfalls typische Folge jeder Durchforstung danach, wächst's. Und zwar massiv. Ja. Wann immer gestorben wird, werden alle anderen, die dann noch da sind, davon profitieren. Und neue werden dazukommen, die eben den zusätzlichen Platz mal vorsichtshalber versuchen, da zu wachsen, was nicht funktionieren wird. Keine dieser Eichen, die da steht. Na, vielleicht, wenn wir den gesamten Bildausschnitt nehmen, dann schafft es vielleicht eine der ganzen jungen Eichen, die wir am Boden sehen, statistisch gesehen eine, ein alter Baum zu werden. Ja, vielleicht. Vielleicht. Und wenn ich noch ein breiteres, breitwinkligeres Objektiv hätte, dann bestehen durchaus ganz gute Chancen, dass eine dabei ist. Aber das Allermeiste wird sterben und ist das schlimm? Nö, weil dann kommt halt wieder wer anders Neues hinterher. Das ist also so ein wesentliches Grundprinzip, das man nie vergessen darf, wenn man es mit natürlichen Ökosystemen zu tun hat. Und etwas, was wir vielleicht, um es ein ganz kleines bisschen philosophisch zu werden, zu sehr im Hinterkopf haben, was außer uns ja niemand hat, nämlich die Endlichkeit des eigenen Seins, spielt im Grunde für das Bestehen des Waldes in dieser Form so keine Rolle. Ob jetzt der Baum fehlt oder der da drüben, ist egal. Ist kein großes Drama, wenn da einer umfällt. Und dementsprechend kann man das vielleicht auch ein wenig übertragen, weshalb Forstwirtschaft als solches grundsätzlich auch erstmal im Grundsatz, ja, im Grundsatz. Es gibt Beispiele, da ist sie schlecht, gar keine Frage, aber im Grundsatz nicht schlecht sein muss. Weil den Tod in ein auf Tod basierendes Ökosystem reinzubringen, einen kontrollierten Tod, nicht zu viel Tod, das wäre dann ein Problem, ja, das ist per se überhaupt nicht schlimm und das sehen wir hier vielleicht auch ganz schön, dass der Wald eben halt immer noch gut aussieht. Wir haben tatsächlich also ein gewisses Potenzial an Bäumen, die wir aus einem Wald entnehmen können und der Wald bleibt ein Wald. Hier gibt es also wirklich eine nachhaltig nutzbare Ressource. Wenn man die nicht ganz scheiße nutzt und mit ein bisschen Köpfchen und mit ein bisschen Know-how, dann wird das auf jeden Fall eine Ressource sein, die uns in der Zukunft weiterhin und in der Vergangenheit sowieso sämtliche Zeitalter, ja, die Steinzeit, die Bronzezeit, die Eisenzeit und so weiter, das waren alles hölzerne Zeitalter. Wir beziteln die nur nach den Dingen, die übrig geblieben sind, weil Holz verrottet nun mal. Aber primär haben die alle mit Holz gebaut. Ja, mit so wenig Eisen und so viel Holz. Also Holz hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Hat natürlich auch zu den schlechten Dingen, die heutzutage sind, geführt, zugegeben, ja. Aber Holz wäre auch die Ressource, die uns aus dieser Situation möglicherweise wieder rausholen kann, indem wir Holz eben nachhaltig nutzen und von anderen Dingen, die nicht nachhaltig nutzbar sind, vielleicht nach und nach ein bisschen abkommen. Aber das wird jetzt wirklich ziemlich philosophisch. Und das hat jetzt eigentlich auch gar nichts, alles mit Thema nichts zu tun. Und ich hoffe, ich habe ein paar Stammzuschauer unter euch, die den Kram trotzdem gucken, obwohl ich jetzt noch kaum was Praktisches hier wirklich im Wald gezeigt habe, außer die Verjüngungssituation. So, und bevor das jetzt wieder ein Mammutvideo wird und ich noch heiliger werde, Moment, nehme ich mal die Kamera vom Stativ und dann gucken wir uns hier um und machen prinzipiell das Gleiche, wie wir vor 5 Jahren gemacht haben und ich kommentiere es halt aus heutiger Sicht. So.
So, das ist jetzt plus minus das, was gerade eben schon, hoppla, da stimmt der Fokus nicht, jetzt stimmt der Fokus, der Hintergrund gewesen ist, in dem ich gestanden habe, jetzt aber mal mit mehr Blick auf den Boden und ihr könnt sehen, also wirklich jedes bisschen Grün, was ihr direkt auf dem Waldboden findet, das sind alles junge Bäume und die sind eben nur deswegen da, weil ein bisschen mehr Licht auf den Waldboden gekommen ist. Nach der Durchforstung konnten die keimen, da war genug Licht da, jetzt schließen die Altbäume aber langsam wieder das Dach und dann hat die ganze Verjüngung, die hier steht, nicht wirklich eine Chance hochzukommen. Das ist auch nicht das Ziel der Durchforstung gewesen, dass hier jetzt nennenswert Verjüngung hochkommen soll. Aber nichtsdestotrotz sehen wir hier ja auch jetzt schon durchaus eine gewisse Differenzierung bei den Dicken der Stämme. Hier links im Bild zum Beispiel ein Stamm, der wäre schon nutzbar. Nur da könnte man was mit tun, wenn man den fällt. Und dann stehen hier noch so diverse dünne Storzel rum, die natürlich niemand brauchen kann, wirtschaftlich gesehen. Aber sie sind da, ja, und die werden sich vielleicht auch noch eine Zeit lang halten und sind natürlich auch Folgen der Durchforstung. Dadurch, dass kurzfristig mal mehr Licht auf den Waldboden gekommen ist, sind auch die weiter unten stehenden Bäume, die mit ihrer Krone gar nicht bis hoch ragen, dadurch jetzt ein bisschen begünstigt worden. Und wir haben jetzt also durch diesen tatsächlich künstlichen Eingriff damit deutlich mehr Struktur in den Wald gebracht. Wirtschaftswälder können in manchen Fällen also durchaus auf kleiner Fläche mehr Struktur vorweisen als kleine Urwälder. Ja, große Urwälder, es gibt nichts Strukturreicheres. Aber da wir große Urwälder nicht haben, sondern wenn überhaupt, dann nur noch kleine Urwälder, ist tatsächlich auch die Bewirtschaftung des Waldes eine Möglichkeit, die Struktur und die Formenvielfalt, sage ich jetzt mal, eines Waldes zu erhöhen. Vielfalt in jeder Form, ne? Egal ob jetzt Höhendifferenzierung, Durchmesserdifferenzierung, Baumartendifferenzierung, völlig egal, das ist alles gut und schön und wichtig und wird in der modernen, naturnahen Waldbewirtschaftung immer eine große Rolle spielen. So, ihr seht also, wir haben hier wirklich verschiedenste Durchmesser, verschiedenster Stämme, die hier mit dieser Schuppenborke, das dicke Ding, das sind jeweils die Eichen, ja, nur dass das klar ist. Und dementsprechend können wir, wenn wir uns hier durch den Bestand bewegen und hier mal ein bisschen gucken, auch die einzelnen Eichen, die meistens auch ein bisschen dicker sind als die Umgebung, dann auch durchaus ganz gut erkennen. Hier in der Bildmitte auch wieder eine Eiche und nebendran gibt es dann auch vereinzelt mal eine dicke Buche, wie diese hier zum Beispiel oder diese da wieder Bildmitte oder diese da Bildmitte. Und das ist auch eben kein Zufall, weil wir haben es hier eben mit einem Bestand zu tun. Das ist eigentlich ein Eichenbestand. Also forstlich gesehen, was will man hier haben? Warum hat man das so gemacht, wie man es gemacht hat? Man will Eiche. Und die Eichen, die hier immer mal wieder mittendrin stehen, da, die sind die Bäume, auf die es ankommt. Da Eiche so eine Umtriebszeit von ungefähr 150 Jahren braucht und die hier jetzt noch nicht allzu alt ist, 50, 60, ja, vielleicht, die wachsen hier sehr schnell. Das heißt, die könnte schon durchaus noch gar nicht so alt sein, aber vielleicht ist es auch schon 70, ja, irgendwie sowas um den Dreh. Und jedenfalls, das Ziel ist jetzt, dass wir die Eichen schön groß und schön dick bekommen wollen. Ne? Und alle Buchen, die jetzt hier drumherum stehen, insbesondere diese kleinen dünnen Buchen, aber auch die etwas dickeren Buchen, die sind dafür da, für den Schatten zu sorgen, den die Eiche am Stamm bitte haben soll. Das hier ist ein ganz schönes Beispiel, das ist zwar jetzt nicht der geradeste Stamm, aber er ist schön schattig. Ihr seht also, auch die jungen Buchen tragen dazu bei, die Eiche zu ummanteln und für Schatten am Stamm zu sorgen. Hier kommt mal ein Lichtfleck drauf auf den Stamm, das wäre schlecht, den wollen wir nicht haben, der muss weg. Aber je nach Sonnenstand ist das natürlich weniger oder gar kein Problem. Und jetzt hören die Kronen unserer kleinen Buchen hier schon auf. Und dann fängt erst die Krone unserer Eiche so richtig an. Das können wir jetzt hier vom Licht her ganz gut sehen. Die Krone wäre normalerweise dicker. Wir haben das Jahr 2021, die vergangenen 3 Jahre waren scheiße. Daher ist die Krone nicht so dicht, wie sie sein könnte. Trotzdem sehen die Bäume hier alle noch gut genug aus. Ja? Aber gelitten haben sie auch. Jeder Wald deutschlandweit hat gelitten unter der entsprechenden Dürre. Ja? Aber da könnt ihr jetzt mal sehen, wie das eben funktioniert mit dieser Ummantelung der Eiche von den Buchen. Weil die Eiche soll eben immer schön einen schattigen Stamm haben, weil sonst passiert was. Das habe ich schon mehrfach erzählt. Kriegt sie sogenannte Wasserreißer, auch Angstreißer genannt. Gehen wir mal
zu diesem Exemplar von Eiche. Da können wir sehen, da ist der Stamm nicht ganz so schön ummantelt. Nichtsdestotrotz hat sie noch keine Angstreißer bekommen. Aber wenn sie jetzt viel Licht auf den Stamm kriegen würde, dann wäre das halt eine ungenutzte Ressource. Das machen Bäume nicht. Wenn sie eine Ressource zur Verfügung haben, sprich Licht, das ist für die ja eine Ressource, dann bauen sie an der Stelle einen zusätzlichen Ast, hängen noch ein paar Blätter dran und schwuppdiwupp können sie, falls da immer Licht auf den Stamm kommt, an dieser Stelle noch ein bisschen das Licht mitnehmen und noch ein bisschen zur Photosynthese nutzen. Das wollen wir nicht haben, weil wenn da zusätzliche Äste jetzt aus diesem schönen astfreien Stamm, der für Furnierholz geeignet wäre, rauskommen, dann ist er hinterher nicht mehr für Furnierholz geeignet, weil du kannst das Ding nur dann als Furnierholz verkaufen, das ist halt nun mal so in unserer Welt, wenn der Stamm auch wirklich astfrei ist, weil sonst glaubt dir der Holzkäufer nicht, dass der Stamm Furnierholzqualität hat, wenn er daran irgendwelche Astlöcher finden kann, wenn der jetzt noch älter und dicker geworden ist. Ja, also da geht es tatsächlich ums Geld. Theoretisch kann man auch Furnier mit Astlöchern machen, wird zurzeit auch bei manchen Baumarten durchaus bevorzugt und gerne mal gemacht. Vielleicht ist das auch für die Zukunft wirklich ein Modell, wo die Leute einfach ein natürlicheres Holz haben wollen für ihre Furniere, aber noch ist es jedenfalls nicht in dem Umfang der Fall. So, hier haben wir jetzt vielleicht ein Waldbild, wo man ein bisschen erahnen kann, so dicht wie der Wald sein könnte, ist er nicht. Ja? Und hier sehen wir auch die Rückegasse. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn er etwas ausgedünnt scheint, wir gucken hier übrigens auch in eine Rückegasse rein, ne? Also wenn wir jetzt hier geradeaus gehen würden, look, da, das ist auch eine Rückegasse. Zumindest eine ehemalige. Und trotzdem, er mag ein bisschen ausgedünnt scheinen, er ist trotzdem immer noch schön dunkel. Hier kommt nicht zu viel Licht am Boden an, wir kriegen keine Brombeere, wir kriegen kein sonstiges Krautzeug, was wir nicht haben wollen, wo man nicht mehr durchkommt. Und alles Licht wird von den Bäumen auch genutzt. Weil darum geht's, wenn kaum noch Licht am Waldboden ankommt, ja, wo ist es denn dann hin? Ja, oben in den Blättern. Und was hat es da gemacht? Ja, Photosynthese. Und dementsprechend, je dunkler der Wald, desto besser. Das ist auch bei Dürresituationen wichtig, auch jetzt in den vergangenen Jahren. Einer der Gründe, weshalb die so gut aussieht vergleichsweise, weil hier war eben schön dicht. Hier hat man nicht zu viel aufgemacht, sondern genau richtig. Und dementsprechend war viel Schatten. Und wo viel Schatten, da verdunstet weniger Wasser. Logischerweise, ne? Muss ich auch niemandem erzählen. Das heißt, es ist also auch ein großer Vorteil, dass man das hier alles, man hat hier wirklich alles genau richtig gemacht. So, hier stand ein Baum. Der ist vor 5 Jahren entsprechend abgefahren worden. Und jetzt tun wir mal so, als wären wir der Baum. Stellen uns hier entsprechend, naja, ich stelle mich davor, sonst falle ich runter, wenn ich mit der Kamera hantiere. Und jetzt gucken wir mal hoch. So, sehen wir hier jetzt noch irgendeine Lücke? Weil das haben wir vielleicht auch im Vergangenheitsfilmchen ja gesehen. Da hatte ich auch eine Szene, wo ich erzähle, in 5 Jahren ist das zu, das Loch durch den fehlenden Baum. Das ist jetzt zwar nicht genau dieselbe Stelle wie in der Vergangenheit, aber nichtsdestotrotz können wir ganz klar erkennen, ja, das Loch ist zu. Das Einzige, was es noch so als Mini-Öffnung gibt, ja, ist das, was jetzt in der Bildmitte ist. Und das ist so eine kleine Öffnung, da müsste die Sonne schon im Zenit drüber stehen, um dann direkt hier runter zu leuchten, was sie so gut wie nie tut. Woran können wir das erkennen? Ja, da gucken wir nochmal nach unten. Ist hier irgendwie besonders viel Vegetation? Nö, also alles im normalen Rahmen. Tatsächlich sind also solche Mini-Öffnungen im Kronendach überhaupt kein Problem. Die Bäume, die da jeweils drumherum stehen, um diese Mini-Öffnung, werden da auch nicht mehr viel reinwachsen. Bäume können in irgendeiner Form, wir wissen noch nicht genau, wie das funktioniert, feststellen, dass sie sich ihrem Nachbar sehr stark nähern und hören dann auf mit dem Seitenwachstum, weil wenn jetzt der Wind kommt, werden sie dann gegenseitig aneinander geknallt. Und das ist nicht gut. Das kann zu Verletzungen führen, einfach zu gebrochenen Ästen, zu abgeschabter Rinde und das wiederum zu Infektionen, also dass der Pilz reinkommt und ähnliches. Daher werden die sich hüten, jetzt die Löcher allzu zuzumachen. Hier sieht man auch noch mal sowas. Da guckt überall schon noch ein bisschen, jetzt zum Beispiel hier in der Bildmitte, der blaue Himmel durch. Aber das ist wirklich in einem normalen Rahmen. So, ich gehe mal ein paar Schritte weiter und mal gucken, was da noch ist. So, hier jetzt nochmal die Rückegasse. Da ist aufgebrochener Boden. Böse, böse, da haben die damals, als sie hier rumgefahren sind, doch tatsächlich den Boden aufgebrochen. Aber sieht man hier noch irgendwelche nennenswerten Reifenspuren, mal abgesehen davon, dass das schon die Reifentrasse ist. Da ist schon der Reifen durchgefahren. Nicht wirklich, weil was hier noch der Reifen vielleicht auch an Verletzungen verursacht hat, haben dann zusätzlich die Wildschweinchen genutzt. So nach dem Motto, oh, da ist der Boden schon ein bisschen aufgebrochen. Da können wir auch relativ gut nochmal ein bisschen selber graben.
Und das zieht sich über die gesamte Rückegasse. Gehen wir mal ein paar Schritte. Und ihr seht hier überall, da liegt kaum Laub drauf. Das liegt nicht daran, dass da keins fällt, sondern eben auch daran, dass die bodenlebenden Tiere, es gibt auch welche in der Rückegasse, ja, das ist verdichteter Boden. Das ist aber kein Hindernis, dass da gar nichts mehr drin lebt. Manche Lebewesen haben Probleme, durchaus. Aber manche gibt es auch noch. Und das können wir allein schon daran erkennen, dass hier das Laub fehlt. Ne? Da liegt kaum Laub drauf. Hier wiederum im normalen Bestand, mal abgesehen davon, dass da grün ist, gucken wir auf den Boden, sehen wir, ja, ein bisschen mehr Laub ist schon da, ne? Also schon deutlich. Da liegen auch noch mehr Äste und gerade nach da hinten, wenn man ein bisschen weiter weg guckt, dann sieht man so, insgesamt liegt da schon recht viel Laub. Die Rückegasse ist deswegen ja auch so gut zu erkennen, weil eben deutlich weniger Laub auch drauf liegt, sie ein bisschen aufgeräumter aussieht, aber die Tatsache, dass hier eben so wenig Laub drauf liegt, ist auch ein Zeichen dafür, dass offensichtlich das Bodenleben noch intakt ist, weil wer sollte denn das Laub entfernt haben? Kommt hier jetzt jemand zum Kehren vorbei und kehrt das Laub weg? Nö, im Gegenteil. Die Bodenorganismen sind dafür verantwortlich, dass das Laub eben biotisch abgebaut wird, also wirklich zersetzt von Bakterien, unter anderem von Pilzen, unter anderem, und dann in den Boden eingearbeitet. Und das findet selbst auf dieser Rückegasse hier noch statt. Das ist alles eingeschränkt und eine Rückegasse ist sicher nicht toll, wenn wir mit magischen Einhorn-Pony-Antrieb hier durchfliegen und schweben könnten und damit unsere Bäume rausholen könnten. Dann wäre das natürlich viel besser, aber leider können wir das nicht. Eine Rückegasse ist ein notwendiges Übel. Anders lässt sich Waldbewirtschaftung auf großen Flächen nicht wirklich machen. Das Konzept hier, wie die Rückegassen angelegt sind, ist großartig. Die sind nämlich eben nicht nach einem bestimmten Muster, sondern wirklich mit gesundem Menschenverstand von jemandem, der weiß, was er tut, angelegt worden. Das heißt, gucken wir nach da, sehen wir die nächste Rückegasse nicht. Das liegt daran, dass wir sie tatsächlich, dass da tatsächlich keine ist, schlicht und ergreifend. Ja, die Dinger sind wirklich da, wo man mit einer Gasse möglichst viel Fläche erschließen konnte und man hat so wenig Gassen wie nur irgendwie möglich angelegt. Die dürften in diesem Bestand höchstens 3 oder 4% der Waldfläche ausmachen. Höchstens. Höchstens, ne? Vielleicht auch nur 2. Das ist also wirklich so schonend wie nur irgendwie möglich. Das ist eine ganz vorbildliche Forstwirtschaft. Das habe ich ja damals schon gesagt und ich bleibe dabei. Ganz toll bewirtschaftet dieser Wald mit eben sehr einem intelligenten Gassenkonzept. Die sind auch nicht im Schachbrettmuster, zack, 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 zack und dann zack, 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 sondern wirklich so in die Landschaft gelegt, wie es eben Sinn macht, dass man dann halt auch mal Holz über eine längere Strecke, wenn man da hinten was gefällt hat, dann musste man das halt mit der Seilwinde bis hier ziehen und konnte es erst hier aufladen bzw. rausschleppen, je nachdem, was man damals gemacht hat. Das weiß ich allerdings auch nicht genau. Ich weiß nicht, welche Maschinen sie exakt hier im Einsatz hatten, sieht aber nach Schlepprücken zum Teil aus, dass sie also einfach rausgeschleppt haben, also rausgezogen auf gut Deutsch. Ja? Also wirklich Positivbeispiel. So gut läuft es in der Praxis längst nicht immer, aber wenn es mal so läuft, kann man sich freuen. Schauen wir hier nochmal nach oben und fragen uns, wofür war diese Durchforstung eigentlich gut? Naja, zweckdienlicherweise dafür, dass die Eichen eben mehr Platz haben. Weil, wie schon gesagt, was wir hier wollen, ist möglichst schnell möglichst dicke Eichen bekommen, die wir dann für ein möglichst tolles Bauholz zum Beispiel nutzen können. Ja? Und deshalb macht es Sinn, dass nach der Durchforstung so eine Eiche, die tatsächlich auch eine ist, die was werden soll, so ausschaut. Ja? Und wirklich richtig schön freigestellt ist. Das ist jetzt ein Beispiel einer sehr stark freigestellten Eiche. Zu stark freigestellt ist sie nicht, weil ihr seht hier wieder die schützenden Buchen, die dafür sorgen, dass der Stamm schön im Dunkeln bleibt und dass auch der Stammfuß und der gesamte Baum im schattigen Wald steht. Das heißt, die Sonne ist oben in der Krone, wo sie zum Wachstum dienen kann. Der Boden, in dem das Wasser ist, ist schön im Schatten, damit das Wasser auch im Boden bleibt, beziehungsweise dann nur durch die Wurzel nach oben transportiert wird und dann in Form von Transpiration statt normaler Verdunstung einfach aus dem Boden raus. Dafür gibt es auch einen Begriff, der mir gerade nicht einfällt. Peinlich. Na egal. Jedenfalls, das Einzige, was hier Wasser verbraucht, sind die Bäume. Das Wasser steigt nicht in Form von Dunst, jedenfalls nicht über ein gewisses Maß hinaus, in Form von Dunst vom Boden auf und ist dann einfach für die Natur verloren, für die Bäume, für die Pflanzen verloren, sondern wird nur eben tatsächlich durch die Photosynthese genutzt, was das Effizienteste ist, was geht. Wenn wir nämlich irgendwie CO2 speichern wollen, dann eben auf diesem Wege. Ist auch bisher die effizienteste und beste Form, CO2 irgendwie bei terrestrischen Methoden einzuspeichern, also sprich an Land. Ja, Algen im Meer sind
besser und schaffen noch mehr. Aber ja, wir haben halt hier gerade kein Meer. Wir haben hier einen Schwarzwald. Aber das kann man hier wirklich schön sehen. Das ist also der Zweck einer Durchforstung. Die Krone soll viel Licht kriegen. Einzelne Bäume sollen sehr stark wachsen, um dann eben prima Holzqualitäten, einen wunderbaren Stamm. Und der hier ist schon nicht schlecht zu produzieren. Jetzt ist es so, jetzt haben wir gesagt, der Baum ist besonders freigestellt und hier sehen wir auch schon die negativen Folgen, die das hat. Wenn wir nämlich ranzoomen, das sind eben diese zusätzlichen Äste, die ich eben erwähnt habe, die sogenannten Wasserreißer. Das passiert, wenn eine Eiche zu stark freigestellt ist, war wahrscheinlich kurz nach der letzten Durchforstung. Ihr seht, die sind schon wieder alle abgestorben, die Äste, die hier dranhängen. Das heißt da, Entschuldigung wegen der Wackelkamera, ich muss die ganze Zeit halten, da wird man irgendwann müde vom Arm her. Das heißt, inzwischen reicht das Licht nicht mehr aus, dass es sich lohnt, da Äste zu haben. Aber kurz nach der Durchforstung sind die entstanden, bevor die jungen Buchen, also die jüngeren Buchen, hier wieder ein extra Stockwerk einbauen konnten und hier zugemacht haben. Ja? Also da kann man schon so ein bisschen die Waldentwicklung lesen und erkennen an solchen Sachen. So, und bei Durchforstungen ist es dann auch wichtig, dass man sich eben überlegt, wann man durchforstet. Macht man das sehr spät und haut nur Bäume dieses Kalibers raus, ne? Das ist jetzt schon, ja, ist jetzt nicht riesig, aber war schon ein ordentlicher Baum. Dann muss einem klar sein, dass man mit der Entfernung von sowas natürlich auch ein erheblich größeres Loch in die Krone macht. Und wir gucken hoch. Und wir stellen fest, na, das sieht hier schon anders aus als bei anderen Beispielen. Das ist zwar auch weitestgehend wieder zugewachsen, das hängt auch vom Alter der umgebenden Bäume ab. Je jünger die sind, desto schneller machen die so ein Loch wieder zu. Also Loch ist immer kein Fachbegriff, aber dann wisst ihr, was ich meine. Nichtsdestotrotz, da ist ein bisschen Potenzial verschenkt jetzt noch. Ja, das wird jetzt noch zuwachsen. Wie gesagt, die Fellmaßnahme ist 5 Jahre her, nicht 10, nicht 20. Für Wälder sind 5 Jahre sehr kurzer Zeitraum. Das wird schon noch zuwachsen, aber im Vergleich zu anderen Löchern ist es halt noch nicht passiert. Und deswegen, ja, deswegen kann man sich auch ungefähr ausrechnen, würde man immer spät kommen zum Durchforsten und erst dann anfangen zu durchforsten und erst dann Bäume zu fällen, wenn die so einen Durchmesser haben, dann würde man mit den Bäumen, die man beim Durchforsten mitnimmt, schon ordentlich Geld verdienen. Gleichzeitig wäre aber der zusätzlich wachstumsfördernde Effekt für den Rest des Waldes viel, viel, viel geringer, weil erstens sind dann alle Bäume älter, können nicht mehr so schnell reagieren wie eben in der Jugend, das ist wie bei uns Menschen. Wir sind in der Jugend tendenziell auch noch ein wenig flexibler als im Alter. Also diese eine Sache. Ist jetzt wie bei uns Menschen. Ich will Bäume jetzt nicht vermenschlichen, aber nein. ja. Und wir hätten halt einen Haufen große Löcher. Und vorsichtig ausgedrückt, ein kleines Loch wächst halt schneller zu als ein großes Loch. Das heißt, der positive Effekt fürs Gesamtwaldwachstum und zur Steuerung der Gesamtwachstumskraft des Gesamtwaldes verteilt auf einzelne wertvollere Baumarten und nicht auf alle Baumarten gleichmäßig. Das führt halt eben dazu, dass wir mehr steuern können, welches Holz wir denn letztendlich eigentlich hier ja irgendwo auch produzieren wollen. Das sind immer so böse Worte, die man fast nicht in den Mund nehmen darf, wenn es um Waldwirtschaft geht, weil es ist ja alles nur Natur und blablub und so weiter. Und das ist es auch, aber halt eben eine nachhaltig nutzbare. Ja, und irgendwo müssen die Ressourcen herkommen. Ich sage das so oft, aber es macht auch an dieser Stelle einfach nochmal Sinn. Wenn wir auf dem Wege an Ressourcen kommen können und alternativ eben, indem wir irgendwo ganz viel Kies wegbuddeln und Zementklötze daraus machen, dann ist mir das doch wirklich die liebere Variante. Also hier nochmal die Rückegasse. Nochmal, sieht die schlimm aus? Also ich kann es nicht nachvollziehen, was daran jetzt besonders... Also rein optisch, das sieht doch nicht schlimm aus, oder? Also wer das jetzt wirklich hässlich findet, der darf es mir gerne in die Kommentare schreiben, aber kann ich nicht nachvollziehen. Jo, ich glaube, hier ist gerade interessant, da geht ein bisschen der Wind. Jetzt geht er nicht mehr. Scheiß Timing. Ah ja, doch noch ein bisschen. Also vielleicht könnt ihr es erahnen, die schwanken da ein klein wenig hin und her. Und es ist halt eben Absicht, dass sie einen gewissen Abstand zueinander einhalten. Das Bein beim Schwanken im Wind, da hat es nochmal geschwankt. Das eben intensiver abläuft, dann wollen die nicht allzu sehr ineinander stoßen sozusagen. Und daher wachsen sie sich halt nicht gegenseitig in die Krone rein. Das würde nur das Verletzungsrisiko erhöhen und... kann man hier vielleicht einigermaßen gut erkennen.
So, da bin ich jetzt wieder an meiner Heiligenscheinposition zurückgekehrt und jetzt wieder ohne Wackelkamera mit Stativ. Das ist es im Grunde gewesen. Wir können jetzt theoretisch den ganzen Bestand angucken, der sieht aber plus minus überall ähnlich aus wie hier. Dann gibt es dann andere schöne Beispiele für besonders tolle Eichen. Da stehen dann auch mal weiter vorne noch ein paar Kirschen drin und ersetzen quasi die Eiche. Da nimmt die Kirsche die Funktion der Eiche ein und soll eben gefördert werden, während die Buchen drumherum nur halt eben für das ordentliche Waldklima, nur in Anführungszeichen, für das Waldklima sorgen. Und ja, das könnten wir uns jetzt theoretisch alles noch angucken, aber ich glaube, das muss gar nicht unbedingt sein. Und damit wissen wir jetzt, wie so ein gut durchforsteter Wald 5 Jahre später aussieht, nämlich gut. Und auch in, ja, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, ich kann meinetwegen in 5 Jahren nochmal wiederkommen, das wäre dann aber langweilig. Ja, die ersten Jahre nach einer Durchforstung passiert halt wirklich was und dann gibt es einen deutlichen Unterschied zu direkt nach der Durchforstung und 5 Jahre später, der ist sichtbar. Ja, aber wenn wir jetzt im Vergleich zu heute nochmal in 10 Jahren später wiederkommen, dann sind die Bäume ein kleines bisschen dicker geworden, dann ist der Wald insgesamt ein kleines bisschen höher geworden, aber nicht mehr viel. Wir haben ja gesehen, wie hoch die Bäume sind. Das ist plus minus schon Maximalhöhe. Da kommen jetzt noch 3-4 Meter drauf, aber viel mehr ist das gar nicht. Bäume gucken in der Jugend zunächst mal, dass sie hochkommen, dass sie so weit oben sind, dass sie wirklich voll im Licht stehen, und sobald sie das geschafft haben, dann werden sie dicker. Es ist also eine schon nicht eine Gleichverteilung von man wächst gleichermaßen hoch wie in die Dicke, sondern in der Jugend wächst man erstmal hoch als dünner Stängel und dann dicker, 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 dicker. Ein richtig alter Baum macht eigentlich fast nur noch Durchmesserwachstum und kaum noch wirklich irgendwas in die Höhe, weil wenn der 200-300 Jahre alt geworden ist, dann ist er der King, da wo er steht, oder die Queen, je nachdem welches Geschlecht bei den meisten zweigeschlechtlichen Bäumen gerade vorherrschend sein mag. Und dann findet eigentlich größtenteils noch ein Dickenwachstum statt. Dickenwachstum auch in Form von der Seitenausbreitung der Krone. Die wird dann also immer mächtiger und mächtiger und mächtiger. Es gibt da schöne Beispiele, gerade in Wäldern, die auch einzelne alte Bäume aufweisen und noch eine größere Strukturiertheit in der Durchmesserverteilung. Also nicht eben Diversität in der Durchmesserverteilung, das wollte ich sagen, aufweisen als der Wald hier, in dem ich jetzt gerade bin. Und dann ist das natürlich noch viel spannender, sich die einzelnen Baumkronen anzugucken und die Wachstumsdynamik, das gegenseitige Wettrennen, wer zuerst im Licht ist, ist dann noch schöner zu sehen. Aber wir wollten uns ja diesen Wald angucken, weil ich hier halt vor 5 Jahren war, weil hier vor 5 Jahren Holzernte gewesen ist und weil er nicht allzu weit weg ist von da, wo ich aufgewachsen bin. Ne? So, und ja. Und bevor mir jetzt noch irgendwas anderes einfällt und ich noch 17 Anekdoten einbaue, sage ich tschüss. Dann ist das mal noch ein halbwegs zeitlich einigermaßen kompaktes Teil. Also unter einer Stunde, hoffe ich. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.